Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Es gab ja die letzte Zeit einige Updates und die sagten eigentlich nur aus, so kleine Verbesserungen. Dann ist es schwierig, diese Verbesserungen natürlich zu lokalisieren oder herauszufinden, worum geht es. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe immer, weil mich das interessiert hatte, immer wieder versucht, dieses Vision Only zu prüfen, ob es nicht da vielleicht eine Verbesserung gibt. Und es gibt hier direkt vor mir, zeige ich euch jetzt gleich, gibt es eine Laterne. Und diese Laterne hat er, also eine zylindrische Laterne, und die hat er nie erkannt, dieses Vision Only. Also überhaupt gar nicht, null. Und jetzt entdecke ich plötzlich, dass er sie erkennt. Und zwar auf der rechten Seite und auch vorne. Es könnte noch besser sein, also hier ist noch weiter Verbesserungspotenzial auf jeden Fall möglich. Aber es ist besser geworden, weil er kennt sie jetzt, diese Laterne, und das hat er früher nicht gemacht. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, worum es geht, und dann fahren wir mal zusammen los. Ich drehe mal die Kamera um. So, jetzt habe ich den Rückwärtsgang eingelegt. Geh mal in den Vorwärtsgang. Und jetzt fahren wir mal nach vorne, und ich zeige euch meine Laterne. Das ist die Laterne, die ich meine, die hat er nie erkannt. Ich fahre langsam nach vorne. Am besten ziehe ich das ein bisschen zurück. Oder besser mal so. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen. Und jetzt plötzlich fängt er sie an, tatsächlich schon zu erkennen. Wir sind bestimmt 1,50 Meter weg. Und das war sonst nicht. Achtung. Muss ich trotzdem aufpassen. Er gibt kein Warnsignal. Nee, er gibt kein Warnsignal. Er zeigt es nur visuell an. Also ich müsste hier aufpassen, da ist was. Aber es kommt kein Warnsignal. Ich bin also jetzt schon ziemlich vorne dran. Und ich fahre mal nochmal zurück zur Sicherheit und werde nochmal das Ganze bisschen seitlich anfahren, also ein seitlicher. So, da hat er sich kurz gemeldet. Aber jetzt muss ich aufpassen, weil sonst fahre ich dagegen. Das war nur mal ganz kurz. Ihr seht schon, wie kurz, wie knapp das ist. Kam ganz kurz eine Meldung, aber mehr auch nicht. Fahre ich nochmal weg. Zurück. Und wir fahren mal ganz frontal gegen die Stange, also ganz geradeaus. Und in dem neuen Highlander sollte ja eigentlich vorne eine Frontkamera reinkommen. Ist ja keine reingekommen. Und jetzt fahren wir mal, ich mache mal lieber so, dann seht ihr das. Fahren wir wirklich jetzt ganz frontal mittig. Achtung. Okay, er hat sie erkannt, gibt aber keine akustischen Signale. Ich steige jetzt mal aus, weil weiter traue ich mich jetzt nicht. Geh mal raus, guck mir das mal an gerade. Und dann schauen wir mal, wie dicht ich dran bin. Okay, da bin ich noch ein bisschen weg, aber wie gesagt, da ist man auch schnell an der Stange. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert, finde ich jetzt zumindest. Und es gab ja auch zumindest seitlich eine Warnung. Und visuell auf jeden Fall auch. Das heißt also, alle, die vielleicht da draußen jetzt so ein Vision-Only Tesla haben, die sollten wirklich schauen, dass sie eben auf das Visuelle achten. Nicht nur auf das Akustische, sondern tatsächlich auf das Visuelle. Ich denke, das ist sehr wichtig. Wenn sich da irgendwie was aufbäumt und was bildet, so an so Schlangenlinien und so, dann wirklich Vorsicht und aufpassen und dann lieber nochmal extra gucken. Das andere ist noch zu unsicher. Aber immerhin, jetzt ist normalerweise war das so, dass diese dünne Stange, also die Laterne hier, also die hier, wurde überhaupt nicht gezeigt. Also die war gar nicht hier im Bild drin. Also hätte ich jetzt direkt schnurstracks drauf zufahren können. Gut, das soll es gewesen sein. Der Jörg hier aus Darmstadt. Es wird besser. Es wird besser. Langsam, aber kontinuierlich. Bis dahin. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.